Ich klaue mir jetzt das Auto. So, wo geht... Nein! Lass mich in Ruhe. Ja, jetzt schießt er auf einmal, ne? Verdammt, ich muss da... Wie komme ich da hoch? Ach, halt... Boah, jetzt halt bloß die Schnauze. Du riechst mich gerade voll auf. Ich muss irgendwo da hinten hin. Ich muss doch hoch. Ich muss auf Freeway und überhaupt. Das ist hier. So. Die Polizei. Wenigstens kriegen wir BR auch Geld, wenn wir eine Mission mit ihr machen. Ja, ist gut. Ja, es ist der richtige Weg. Jetzt halt die Backen. Meine Fresse. Ist ja unglaublich. So, dann können wir jetzt einfach hier geradeaus erstmal eine ganze Weile fahren und irgendwann müssen wir dann abfahren. Und ich habe natürlich vergessen, wann. Ich glaube jetzt. Ist zwar die falsche Abfahrt, aber ich wollte das cool aussehen lassen. Deswegen habe ich mich auch einmal so gedreht. Alles Absicht. Das auch. Ach, du bist lost, ey. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. Moment. Moment. Ich bin in einem Busch, siehst du? Ich kenne mich hier... Okay, ich komme irgendwie nicht hoch. Das Blöde ist, dass ich hier auch nichts sehe, weil der Busch ein bisschen stört. Aber jetzt... Ich will da lang fahren eigentlich. Der Wagen hat irgendwie nicht so viel PS, habe ich das Gefühl. Boah, jetzt halt doch mal die Backen. Wir haben uns nicht verfahren, alles ist gut. Irgendwann... kommen wir auch nach Hause. Soll ich nur mal gucken, kann ich hier runter? Nicht so sicher. Juhu! So. Alles cool, alles cool. Ich weiß genau, wo es lang geht. Erstmal durch diesen Nebel durch. Oh, der Wagen ist voll lahmarschig, ey. Ach, du bist scheiße. Ich muss irgendwie da rüberkommen. Ah, komm ich auch. Over the bridge mit der Bitch. Und dann ist alles schön. So, fährt man nämlich in den Badlands von Los Santos. Boah, ist der Wagen lahmarschig. Ja, was soll ich denn machen, wenn der Wagen nicht fährt? Soll ich ihn schieben oder was? Frau. Oh yeah. Yeah, that's cool, but we can also play for some real money. I got some money to... Well, it's a long story, but I need some serious paper fast. You come and see me again soon. We rob a real bank. Okay, okay. Alles klar, beim nächsten Mal gibt's eine echte Bank zum Ausrobben. Ich will mal ganz kurz was gucken. Was ist eigentlich mit Denise? Weil da können wir momentan auch nichts machen, ne? Doch, könnten wir schon. Da müsste ich natürlich aber erstmal dahin fahren. Und ob man das jetzt will, für, naja, ein paar Pünktchen, die man da gewinnen kann, ist immer so die Frage, weil dafür ist mir der Weg, ehrlich gesagt, jetzt ein bisschen zu weit. Und deswegen, ne. Ich meine, von hier bis da nach unten, viel Spaß. Aber nur, um sich mit ihr kurz zu treffen und dann zu sagen, ja, komm, wir gehen mal irgendwie was trinken. Nee, 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 danke. Was ich jetzt aber machen werde, ist, ich beende die Aufnahme hier an der Stelle. Das reicht, 2,5 Stunden aufgenommen, fast. Soll es erstmal gewesen sein, aber erstmal gehen wir noch ans Handy. Hey, Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Nacho's arse from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Fierro. They meet out here to tear up the blacktop. No chota, no chota choppers. You want to make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What the holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Ja, ein schnelles Auto hätte ich hier natürlich, denn das Auto ist schon sehr gut schnell. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich noch ein paar Catalina-Missionen machen, damit das dann auch abgehandelt ist.
Man sieht, man hat einiges zu tun. Die Frage... Die Bäume bewegen sich. Oh mein Gott. Die Frage ist auch, will man nochmal was mit Denise anfangen? Will man das einfach versuchen, auf 100 zu bekommen? Das ist natürlich jetzt recht schwierig, weil wir jetzt ganz woanders sind. Allerdings lässt sich das doch, man kann das schon erreichen. Man geht, fährt einfach nochmal dahin, speichert in der alten Hood, trifft sich immer wieder mit Denise abends und dann passt das schon. Ist natürlich jetzt nicht sonderlich spannend. Ich werde das eventuell... Den Weg dahin würde ich euch jetzt nicht vorwegnehmen wollen. Nee, will ich euch nicht... Ach, ihr wisst ja, was ich meine. Den solltet ihr natürlich auch sehen. Aber dann die ganzen Treffen, die würde ich eventuell dann nicht aufnehmen. Erst so das Letzte. Aber da weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwann. Wir kommen auch nochmal zurück und da muss man einfach mal schauen, wie das alles so läuft. Auf jeden Fall werde ich die Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Aufnahme und im nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir sind immer noch bei Catalina, wie in der letzten Folge auch schon. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder nochmal was für, naja, ich würde mal eher sagen, für Catalina zu machen. Oder zu Cesar Villalpando zu gehen und da ein kleines Rennen zu starten. Da ich aber gerade hier bin, werde ich mal lieber mit Catalina irgendwas Tolles unternehmen. Freue mich. Hey Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. Okay. Sehr liebreizend auf jeden Fall. Look, baby, I really need that paper. Oh my God, what in hell's name is that? This is your fucking prick. This is your rock. I'm gonna torture your sorry ass. Please no. You never write to me. Dass die darauf steht, ist irgendwie nicht ganz fern. Like one of your horse. No, baby, please, I ain't in that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Die kochen please, nur. Baby, no. Ow. Hey. Die geben gerade das Salz in die Suppe. Hey. Oh, shit. Yes, faster. Harder. Mm-hmm. Deeper. Oh, yes. 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 Maybe we can go out and es ging aber jetzt auch recht schnell irgendwie. Different. I knew you super. Look, ja, baby. Hammer. I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you and you act like I'm an idiot. I see the way you look at the window. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first, then I will make you eat. Enough! I need some fucking money. Carl, you are really boring me now. Please, sweetheart, I got you're really boring real, me now. Real deep shit. Okay, maybe today we hit it. So, ich muss noch kurz was gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Radio lauter geworden ist. Ich will es aber nicht ausmachen. Ich muss das lauter machen. Nein, ich mach's aber. Das ist, hat sich lauter gestellt, das. Das böse, böse Radio. Das soll man nämlich nur ganz leise im Hintergrund hören, damit es keinen Ärger gibt, damit alle zufrieden sind. Ja! What the fuck, alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Now that I'm looking forward to. So, na dann wollen wir mal was Inside Track, das Wettbüro ausrauben. Warum denn nicht? Against all odds. Yeah, you know man enough? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Okay. Ich weiß noch, dass es die Mission gab. Ich kann mich aber irgendwie gar nicht gerade an die erinnern. Leave the panic button or I'll kill your children too!
Ich würde es ihr sogar zutrauen. Okay. Oh, fuck. Ist hier so mal angemacht, wieder entfernt. Achso, verdammt. Scheiße. Ja, bleibt mal lockig, flockig, Madame. Oh, fuck, ich hab gar nicht so viele Waffen. Das ist natürlich blöd. Safe? Rucksackbombe. Ja, ist ja gut. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Ich hab Blumen dabei für dich, Schatz. Boah, ich dachte gerade, ich bin tot, ey. Kannst du nicht machen. Okay, I got it. About fucking time. You're a fucking sloth. Ach, hat die. Whatever, let's roll. Krieg mich ein bisschen auf, die Alte. Da will ich am liebsten gegen den nächsten Baum fahren. Go in the fucking car. Direkt 4 Sterne. Oh, da fällt mir ja was ein. Ich wollte ja noch versuchen, ob wir 6 Sterne bekommen können. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Das werden wir auch noch tun. Allerdings ein bisschen später, wenn wir die nötigen Dinge dazu haben. Lol, wie komme ich denn da hin? Moment, stopp. Ich muss schnell auf die Karte gucken, wie ich da hinkomme. Ich kann... Okay, alles klar. Ich kürze einfach hier schnell ab. Ich hoffe, das geht. Lol. Verrückte Mongos. Es geht doch. Wir werden einfach mal ein bisschen... Es geht nicht. Verdammt, warum geht das nicht? Wer hat hier eine Mauer eingebaut? Was soll das? Aber hier kann ich durch. Moment. Okay, hier brauche ich nicht mal durchbrettern, weil hier ist ein Loch. Ich glaube, hier geht... Ja. Hat geklappt. Alles gut. Ups. Na, wer hat denn da bitte eine Wand hingebaut? Verstehe ich nicht. Ja. Aber ich finde cool, wir haben... Ist das rot oder soll das pink sein? Jetzt muss ich hier stehen. Ach, komm. Take me home, Carl. Okay, look. But we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all. But you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Carl, you get given a lioness and you want a pussycat? Whip. No, I just want... You know why I act like this? No. Love, Carl. A woman's heart is a tempestuous place. And you will break my heart. Sometimes I want to kill a bullet, huh? Please, don't do that. Just relax a little. Alles klar, sie ist einfach nur leidenschaftlich. Mhm. Verstehe. Dann. Naja, bin ich ja fast beruhigt. Ne? Ist einfach eine verrückte alte Schachtel. So sieht's aus. So, dann. To impress me, Carl Johnson. Danke. Here's your gut, big man. Oh yeah. Anteil hört sich doch immer gut an, $2000. Wir können jetzt direkt noch eine Mission mit ihr machen. Ich behalte den super geilen pinken... Soll das... Also für mich ist der ein bisschen pink, ne? Naja, was soll's. Ich behalte ihn jetzt auf jeden Fall. Wir fahren jetzt mal zu Cesar Villalpando. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der ist. Aber... Das ist egal! Junge, hast du nicht gesehen, dass ich da angebraust gekommen bin? Du solltest wirklich vorsichtiger fahren. Ach, der ist gleich hier. Das ist ja gar nicht so weit weg. Na, wenn das so ist. No problem. Wu-Zi-Mu. Man, where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. Na klar. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Wu-Zi-Mu. But my friends call me Wu-Zi. How you doing? CJ. Carl Johnson.
Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Wo ist meine Wahl? Ich möchte wählen dürfen. Zwischen Geld oder Papiere. Real strange about that dude. Be careful, CJ. For sure. Wir haben auf jeden Fall noch mit Asiaten zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit ihm noch zu tun haben werden. Könnte sein. Boah, geht's weg. Ihr könnt gar nicht schneller sein als ich. Eure Autos sind nämlich scheiße. So sieht's aus. Und ihr seid auch kacke. Jetzt muss ich natürlich hier mal meine Skills rausholen. Aber das ist gar kein Thema. Das ist überhaupt kein Problem. Guck mal, die sind voll weit weg schon. Ich kann eigentlich eine ruhige Kugel gerade schieben. Alles gar kein Problem. Aber ich komme später hier nicht nochmal hin. Oder da waren nochmal Blümchen. Ich weiß zwar gar nicht, wofür kann ich die Kackblumen einsammeln. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, später ist man nochmal hier, aber da geht es nicht um ein Rennen. Also auch um Geschwindigkeit, aber nicht um ein Rennen. Schnauze. Boah, der Verkehr ist doch jetzt wieder supi. Ich müsste einen recht guten Vorsprung eigentlich haben. Oh. Oh, warte. Fahr hier durch, genau. Woo! Oh, fuck. Oh, hab ich einen. Nein! Dreh dich um. Auto, umdrehen. Verdammt. Das ist jetzt doof. Ich muss weg. Scheiße. Ich bin zwar noch... Nein! Ihr Huren. Genau das ist mir, glaube ich, immer passiert. Also nicht immer, aber ab und zu. Dass ich hier einfach... Ah, fuck, ey. Piss dich. Ich brauche das Bike. Jetzt muss ich dann nämlich erst so... Oh, Mann, ey. So eine Rotze mit der Rotze. Das war unglaublich. Da geht eine Mission gut und dann, was passiert? Bam, geht natürlich gleich eine wieder schief. Hammer. Obwohl die nicht, die ist nicht schwer oder so. Einfach nur fahren. Mann. Da muss ich natürlich erstmal wieder zu Catalina mir die Karre holen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber wird schon irgendwie passen. Oh, das ist mir aber öfter, das passiert mir öfters dann bei dieser Mission. Da ist mir damals öfters passiert, dass du einfach, ja, scheiße landest. Da kannst du aber auch nicht viel gegen machen, ne? Na gut, na ja doch, ich könnte abbremsen. Ich habe so einen krassen... Hoi. Das hat sie getan. Ich habe einen Telefonanruf. Hey, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap cars? Baby, you gotta chill the fuck out and... I chill out when you get here. You better hope I don't make testicle kebabs when you arrive. Look, this ain't no... No more talk. Get your ass up here, now! Ja, ich komme sofort. Ich habe jetzt keine Zeit, Schlampe. Schlampe, ich habe keine Zeit. So, jetzt fahren wir das Rennen normal. Diesmal werde ich vorher aber abbremsen und da ganz gechillt durchfahren. Die Zeit habe ich, das kann ich mir leisten, von daher mache ich das auch so. Scheißen Dreck, ja. Und dann hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit, Rennen zu fahren. Ob ich die wahrnehme, weiß ich nicht. Wenn es zu einer Mission gehört, dann schon, aber so glaube ich eher weniger, weil wozu? Einmal ein Rennen gemacht, dann kennt man sie alle. Ist so meine Meinung. Mein ab und zu für schnelle Geld, klar, warum nicht, aber sonst brauche ich es ja eigentlich nicht. So, zack. Und das ist halt auch das, was das Spiel, das habe ich ja schon mal erwähnt, mit den ganzen Kleinigkeiten, mit den ganzen Nebenmissionen. Das macht das Spiel auch so lang, von der Spielzeit her. Die ganzen Einbruchsmissionen, die man machen kann. Ich glaube, irgendwann sind die halt auch zu Ende. Dann gibt es keine mehr, weiß ich aber nicht so genau. Das kann ich mich auch durchaus irren. Man kann ja Polizeimissionen machen, Taximissionen. Ich glaube, Feuerwehrmissionen kann man machen. Krankenwagenmissionen kann man, glaube ich, auch machen. Also Leute retten. Aber... Pff, nö.
Ich kann mal irgendwann eine Folge machen, dann mache ich alles, mindestens einmal. Taxi bin ich ja schon gefahren. Aber da kann man wirklich alles mal machen. Die ganzen, Verzeihung, tut mir leid. Die ganzen Missionchen, die man hier so abseits des Spiels, sage ich mal, machen kann, kann ich da alle gerne mal testen. Aber das wird nichts, was ich hier öfters machen würde. Weil dafür ist es für mich persönlich einfach ein bisschen zu uninteressant. So. Hui! Ups. Okay, das hat jetzt auch nicht so geklappt, wie ich wollte, aber das ist egal. So. Ich glaube, fahren wir jetzt zurück? Weiß ich. Ich glaube. Ja. Vielleicht. Aber jetzt darf ich hier keinen Scheiß bauen. Wäre ärgerlich. Warte. Boah, Alter. Verrückte Mongo-Brücke. Ich bleibe mal lieber auf dem Weg. Es ist mir sonst ein wenig zu gefährlich. Warte, außenrum. Wo muss ich denn hin? Hallo? Ich fahre ja auch relativ langsam, damit ich hier nichts... Ach, guck mal, die anderen sind erst da. Also das Ding habe ich, wenn ich jetzt keinen Scheiß baue, kein Unfall passiert oder sonst was, dann habe ich das Ding definitiv in der Tasche. Aber hier ein Rennen zu fahren, ist jetzt auch nicht unbedingt das Schönste, was man sich vorstellen kann. In der Stadt ist das um einiges besser. Weil du dann nur auf Straßen fährst, da ist einfach das ganze Handling der Autos ein bisschen besser. Als hier in den Badlands. Aber naja. Was soll's, ne? Boah, wann ist das Ding denn zu Ende, Junge? Schade ist, dass hier nicht steht, wie viel man noch durchfahren muss. Ah, hier ist das Ziel. Yeeha! $5,000. Das lohnt sich durchaus. Oh yeah. Drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Hey, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Und so kommen wir auch mit den Asiaten in Kontakt.